Guten Tag, ich bin Frank Wegner aus dem Produktmarketing-Team von VMware und heute rede ich darüber in den nächsten Minuten, wie VMware Cloud Foundation mit HPE Synergy wesentliche Herausforderungen in den Rechenzentren sehr effizient löst. Um herauszufinden, welche Herausforderungen es gibt, schauen wir uns die Trends an, die wir sehen, weil das Business immer schnellere Reaktionen von den IT-Abteilungen haben möchte. Und damit die IT schneller reagieren kann, haben sie angefangen, Infrastructure-as-a-Service-Umgebungen aufzubauen mit Automatisierung. Gleichzeitig ist die Public Cloud eine schnelle Art, Sachen bereitzustellen, und sie stellen fest, wir müssen das verbinden. Das heißt, es gibt Hybrid-Cloud-Anforderungen an die IT-Abteilungen der Rechenzentren. Um die Automatisierung schneller zu machen, werden Storage und Netzwerk virtualisiert. Das heißt, Hyperconverged-Infrastrukturen als auch Software-Defined-Netzwerk-Infrastrukturen kommen immer mehr vor. Und zu guter Letzt treiben die Entwickler, die IT-Abteilungen dahin, Anwendungen auch in Containern zu unterstützen. Alle diese Trends müssen umgesetzt werden. Und der Druck kommt immer mehr auf die IT-Abteilungen. Das führt normalerweise dazu, dass es fragmentierte Lösungen gibt, dass es einzelne Silo-Lösungen gibt, dass die Sachen der Reihe nach umgesetzt werden, vielleicht mit verschiedenen Herstellern. Und das führt dazu, dass es schwer zu managen ist. Damit das besser geht, bietet das VMware Software-Defined Data Center auf Basis von Cloud Foundation einige wesentliche Vorteile. Dazu gehört eine einheitliche Infrastruktur über verschiedene Standorte und sogar über Cloud-Umgebungen hinweg, dass man denselben Hypervisor sowohl im eigenen Rechenzentrum als auch in einer Public Cloud haben kann. Eine einheitliche Verwaltung ist sehr wichtig, um die Ausbildung der Mitarbeiter zu vereinfachen, dass man nicht neue Werkzeuge lernen muss. Und damit das Ganze aktuell gehalten werden kann, ist es wichtig, das Ganze leicht zu betreiben, Lifecycle Management für die Umgebung auch zu automatisieren und bereitzustellen. Und zu guter Letzt haben wir eine Infrastruktur, die für alle Arten von Anwendungen geeignet ist. Das sind die Eigenschaften eines Software-Defined Data Centers. So ein Software-Defined Data Center braucht Hardware, auf der es laufen kann. Traditionell nimmt man dazu Hyperconverged Infrastructures, um die Storage-Virtualisierung zu erreichen. In traditioneller Infrastruktur haben wir Rechner, das ist CPU und Memory, vom Speicher, mit dem Speicher eng kombiniert. Und es gibt einen zweiten Rechner und einen zweiten Speicher mit Festplatten für die Daten, und das ist eine ganz enge Kopplung. Diese enge Kopplung sorgt für gewisse Einschränkungen beim Skalieren. Das heißt, es eignet sich für die Workloads, die linear skalieren, sehr gut. Die Composable Infrastructure von HPE Synergy löst diese Abhängigkeiten auf. Das ist was ganz Besonderes. Ich bekomme nämlich statt einer eng gekoppelten Architektur einen flexiblen Pool von Hardware-Ressourcen. Das ist der erste große Vorteil einer Composable Infrastructure. Und so ein flexibler Pool von Hardware bedeutet, dass ich wieder verschiedene Rechner habe mit CPU und Memory und noch einen. Aber die Speichermodule, die Festplatten, wo die Daten liegen, sind losgelöst davon. Das heißt, das ist ein separater Pool von Speichern. Und hier haben wir vielleicht noch einen zweiten großen Speicherpool. Und in so einer Composable Infrastructure ist die Beziehung flexibel. Das heißt, da gibt es dynamische Zuweisungen zwischen Rechnern und Speichern. Und das gibt sehr viel Flexibilität beim Aufbau von Infrastruktur. Nehmen wir ein Beispiel, wie man das umsetzen kann. Man kann klein anfangen mit einer geringen Rechenleistung und wenig Speicher. Man kann aber auch Infrastrukturen aufbauen, die besonders für speicherintensive Anwendungen geeignet sind oder für rechenintensive Anwendungen. Sehen wir uns an, wie das Ganze jetzt funktioniert.
Das zweite besondere Eigenschaft einer Composable Infrastructure ist nämlich, dass sie API-getrieben zusammengestellt wird. Das heißt, das Zusammenstellen der Hardware wird nicht im Schrank verkabelt und manuell gemacht, sondern durch Software. Nehmen wir als Beispiel einen Frame von HP Synergy. Und 2 bis 3 Frames passen in ein Rack. In diesem Fall hat der Frame, sagen wir mal, 8 Rechner mit jeweils einer Höheneinheit. Und dann haben wir 2 Storage-Module mit verschiedenen Platten, die je 2 Höheneinheiten haben. So ein Frame wird verwaltet von HPE OneView als Verwaltungssoftware. Und in HPE Synergy gibt es eine Komponente, die nennt sich Composer. Composer ist eine Steuersoftware, mit der man die Zusammenstellung der Hardware steuert, die über den HPE OneView mit dem iFrame spricht. Innerhalb des Composers werden Serverprofile angelegt. Und so ein Serverprofil beinhaltet Eigenschaften, die mit den BIOS-Einstellungen zu tun haben. Da drin stehen die BIOS-Einstellungen. In dem Serverprofil sind die Boot-Einstellungen, in welcher Reihenfolge, welche Boot-Geräte es gibt. Und auch die Netzwerkeinstellungen. Und das ist sehr wichtig, da kommen wir später auch nochmal drauf. Aber die Netzwerkeinstellungen bedeutet, dass ich beim Server mitgeben kann, welche Netze dieser Server hat. In einer VMware-Umgebung sind das zum Beispiel Virtual Machine Netzwerke, das ist das vMotion Netzwerk, das vSAN Netzwerk und für virtualisiertes Netzwerk auch das VXLAN. Zu guter Letzt gibt man dem Composer noch mit, wie viel Speicherplatten so ein Serverprofil haben soll. Wenn so ein Serverprofil fertig ist, kann damit Hardware-Ressourcen in den Rechenzentren ausgerollt werden. Nehmen wir jetzt an, wir wollen VMware Cloud Foundation auf einer HPE Synergy-Infrastruktur installieren. Was man dazu macht? Man nimmt zunächst einmal 4 von den Rechnern für den Management-Cluster. Es gibt eine Management-Workload-Domain in Cloud Foundation und wir sagen, wir nehmen die ersten 4 dazu. Und in dem Beispiel hier sagen wir, ja, für den Management-Stack brauchen wir 4 Festplatten für die Hardware in der Management-Workload-Domain. Also sagen wir in dem Composer, nimm 4 Speicherplatten aus den Storage-Modulen und weist diese 4 Platten jedem der Rechner zu. Das heißt, wir haben dann in der Hardware-Ebene 4 Rechner mit jeweils 4 Platten in diesem Beispiel. Wenn die Hardware bereitgestellt ist, dann kann die Cloud Foundation-Installation beginnen. Die ist vollautomatisch. Das heißt, es gibt eine Cloud Builder, eine Anwendung, die die ganzen Komponenten vollautomatisch installiert, die man für ein Software-Defined Data Center benötigt. Dazu gehört vSphere, vSAN und NSX. Auf dieser Infrastruktur, auf der VMware Software-Defined Data Center Infrastruktur werden zusätzlich die Management-Komponenten von der vRealize Suite installiert als virtuelle Maschinen. Man hat die vCenter Server, man hat die NSX Manager und es gibt einen SDDC Manager. Das ist die Steuersoftware, die VMware Cloud Foundation kontrolliert und mit der die weitere Automatisierung getrieben wird. So ein Aufbau einer VMware Cloud Foundation Umgebung geht in der Regel in einem Tag und hat eine komplette Architektur, auf der man Ressourcen betreiben kann. Und in dieser Architektur werden die Trends alle vereinigt, die wir am Anfang gesehen haben.
Es ist eine Infrastructure as a Service fähige Architektur durch vRealize. Wir haben virtualisierten Speicher und virtualisiertes Netzwerk hier drin. Wenn ich so weit gekommen bin, gibt es in der neuesten Cloud Foundation Version 3.5 die Möglichkeit, Composability Services im SDDC Manager zu nutzen. Das nutzt eine API von dem HPE Synergy und ist in der Lage, die Aufgaben des Composers zu übernehmen und Hardware-Profile bereitzustellen über API-Calls. HPE OneView ist der erste Alliance-Partner, mit dem wir das anbieten. Das bedeutet, wenn ich jetzt eine Infrastruktur für meine eigentlichen Workloads bereitstellen will, sagen wir es eine Virtual Infrastructure Workload Domain, die ich hier aufbauen möchte, dann nehme ich dafür, sagen wir, wieder mal 4 Server und Daten aus dem Speichermodul, aber ich habe ein anderes Serverprofil, das über die Software gesteuert wird. Hier sind die verschiedenen Compute-Einstellungen genauso drin wie für die Management-Workload-Domain. Ich kann sie anpassen, wenn ich das möchte. Und sagen wir in diesem Beispiel, weil ich für die Applikationen mehr Speicher brauche, nehme ich 8 Speicherplatten. Das heißt, über die Benutzerschnittstelle von Cloud Foundation kann ich über die Composability Services und der Redfish API mir die Hardware zusammenstellen, aus der Software heraus. Das ist einzigartig und sehr flexibel, weil man sich nicht darum kümmern muss, die verschiedenen Server- und Speichermodule manuell zusammenzustellen. Das heißt, ich habe dann hier auch die 4 Server, die aber jeweils 8 Festplatten haben. Und auch hier habe ich vSphere, vSAN, NSX, der vCenter Server dafür wird installiert, läuft hier und hier habe ich dann nachher die Anwendungen drauflaufen. Das ist eine sehr effiziente und schnelle Art, Kapazitäten bereitzustellen für die Business-Anforderungen und die IT-Infrastruktur wird sehr entlastet dadurch. Zu guter Letzt, ein dritter großer Vorteil von HPE Synergy ist, dass ich keine Top-of-Rack-Switche benötige. Die Frames werden direkt mit den Spine-Switches verbunden und die Netzwerkkonfiguration zwischen Rechnern und Spine wird über die Software gesteuert. Das macht es sehr viel einfacher und schneller und ist auch kosteneffizienter. Jetzt haben Sie gehört, wie man mit VMware Cloud Foundation auf HPE Synergy ein Software-Defined Data Center auf einfache und effiziente Art bereitstellen kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin Frank Wegner aus dem Produktmarketing-Team von VMware.